Ich mag es gar nicht sagen, aber der Februar, der wird heftig für uns. Heftige Energien möchten uns beeinflussen, vom Weg abbringen, aus der Mitte bringen. All dies durch die Situation, die sich ja jetzt schon seit einem guten Jahr durchzieht. All dies wird im Februar nochmal auf die Spitze getrieben und es ist wirklich an uns herauszufinden, wo stehe ich? Wo nehme ich meine Kraft her? Wo bin ich in der Mitte? Schön, dass du heute hier bist und wir darüber sprechen können. Fühle dich herzlich umarmt. Ja, also der Februar. Es ist ja, Februar hat 6 Portaltage und es fängt auch gleich am 2. Februar an. Und diese Portaltage sind tatsächlich sehr wichtig für uns, weil wir dadurch in engeren Kontakt ja zur geistigen Welt stehen und nochmal abfragen können, wo bin ich jetzt in meinem Leben angelangt, wo stehe ich wirklich, wo soll ich noch hinschauen, wo kann ich mich noch verbessern, wo ist Heilung möglich und nötig. All das steht uns zur Verfügung, denn das, was von außen, von der Gesellschaft auf uns einströmt, das ist sehr heftig und bringt Menschen in Not, das ist das große Problem, bringt Menschen in Not, in wirtschaftliche Not und auch in die emotionale Not durch die Angstschürung, die jetzt ja schon über ein Jahr leider Gottes ja einfach herangetrieben wird von der Politik. Und für uns ist es wichtig, wirklich den Mittelpunkt in uns zu finden und dann auch die Hilfe von außen, also von oben, meine ich jetzt, von der geistigen Welt anzunehmen. Denn ich kann euch auch was ganz Erfreuliches sagen. Die Arcturianer werden uns unterstützen. Und wir werden auch nachher gleich eine gechannelte Botschaft, eine gechannelte Meditation von den Arcturianern bekommen. Und daraus, denke ich, können wir ganz viel Hoffnung schöpfen und auch ganz viel Kraft übernehmen, denn das ist sehr tröstlich und gibt Hoffnung für uns alle. Wir sind also nicht alleine und die Menschen, die jetzt eine spirituelle Ausrichtung haben, die sich geöffnet haben für das Spirituelle, für die Engel, für die geistigen Wesen, die finden da sehr viel Trost. Die anderen Menschen, die jetzt da immer noch nicht dran glauben, die sind natürlich noch viel tiefer verstrickt in den kollektiven Energien, die jetzt im Februar nochmal sehr intensiv sein werden. Und ich höre es ja an den Gesprächen, die ich mit meinen Kunden führe, wie das bei manchen Menschen schlimm ist, ja, wie sie unter diesen Situationen leiden. Und die Menschen brauchen einfach Trost. Sie brauchen Unterstützung und Hilfe. Und das findet man im Moment draußen im Kollektiv einfach nicht. Man findet tatsächlich immer nur das Gegenteil, nämlich Panik und Angstmache. Und von daher darf ich dir sagen, wenn du so eine Unterstützung suchst, dann wende dich an ein Medium, an einen Heiler, der dir da beistehen kann und wir haben ja das Internet, wir sind ja auch da verbunden. Schau dir von mir einfach Meditationen an oder auch von anderen natürlich, wie du willst. Lass dich einfach über das Internet zu den Energien führen, die dir gut tun. Dabei sollst du jetzt nicht einfach ziellos irgendwas auswählen, sondern du. Also ein wichtiges Merkmal oder Zeichen war es für mich immer früher, als ich auch da sehr viel unterwegs war, im Herzen zu fühlen, tut mir's gut. Und so ist es auch mit allen Botschaften oder mit allen Dingen, die man so hört. Fühle immer in dein Herz, was macht es mit dir? Berührt es dich, öffnet es dein Herz, fühlst du dich wohl, dann ist es gut. Und wenn du nichts fühlst, wenn du nur, sag ich mal, wenn das oberflächlich ist oder wenn du dich sogar unwohl fühlst, das kann natürlich auch sein, dann nichts wie weg. Einfach nichts wie weg und zu dem hingehen, wo du dich tatsächlich wohlfühlst und wo du auch,
die Liebe der Engel fühlst, weil das ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Kanal von dem Menschen rein ist, der eben von dem Medium, welcher da für dich die Botschaft überbringt. Das sollte für dich immer ganz wichtig sein. Also auch mit allen Aussagen für dich überprüfen, passt das zu mir, passt das zu meiner Einstellung, gehe ich damit konform oder nicht? Und dann wirst du auch durch den Februar gut durchkommen, weil dann kommen diese negativen Beeinflussungen von außen, die stoßen bei dir ab, die kommen nicht so weit, dass sie dich auch noch erreichen, sondern du bist in deinem geschützten Raum, den du dir selbst erschaffen kannst mit deiner Liebe, mit deinem Vertrauen zu dir selbst und zu den Engeln, zu Gott in letzter Linie eigentlich oder in erster Linie, sollte ich lieber sagen, ist die Verbindung zu Gott das, was dich schützt, was dich stärkt und Vertrauen gibt. Und die große Liebe natürlich ist fühlbar. Und für alle, die nicht wissen, was Smarana bedeutet, ich sag's gerne nochmal, Smarana bedeutet die Nähe zu Gott fühlen. Also die Verbindung zu Gott fühlen. Und das ist genau der Weg. Der Weg, der mir vor einem Jahr ungefähr am 2. Februar 2020 gezeigt wurde. Smarana, bringe diese Energie auf die Erde als Auftrag von der göttlichen Liebe. Zeige den Menschen, dass Smarana das ist, was dich mit Gott verbindet. Und das habe ich seitdem getan. Und ihr wisst es selbst, ihr habt es sicher selbst schon so oft festgestellt, dass diese intensive göttliche Liebe uns Trost gibt, uns begleitet und uns auch weiterbringt. Das ist ganz wichtig. Und dieses Weiterbringen, das und dieses Unterstützen, das kommt auch noch von den Arcturianern. Also es kommt ja von vielen anderen auch. Aber heute soll ich tatsächlich mal die Botschaft von den Arcturianern überbringen, damit ihr versteht, wie die geistige Welt zu uns steht, was die geistige Welt alles für uns tut, einfach um uns zu unterstützen. Und das ist so schön. Ich freue mich so richtig darauf und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dann da dazu zu sagen habt. Schreibt mir es bitte wieder unten in den Chat rein. Denn die Botschaft der Arcturianer ist sehr wichtig für uns alle und wird uns durch den Februar begleiten. Ja, und jetzt hole ich mir erstmal die 999, um mich einzustimmen, denn es geht dann auch gleich los. Ich fühle schon das Gedrängele. Die Arcturianer möchten gerne jetzt zu euch sprechen und ich wünsche euch allen eine wundervolle Heilsitzung kann man nicht sagen, aber eine wundervolle Energieübertragung von den Arcturianern. Ich stimme mich jetzt ein und bedanke mich, dass ich heute diese Botschaft überbringen durfte und darf. Und ich danke dir auch, dass du heute hier bist. So bitte ich um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um die Energie des Schutzes für meinen Kanal, sodass die reinste göttliche Liebe und Energie heute für dich überbracht werden kann. So öffne ich jetzt meinen Kanal. Und richte mich aus, vollkommen aus, zu der Liebe Gottes. Und ich bitte um den Kontakt zu den Arcturianern. Es spricht Aronama. Ich bin eine Abgeordnete aus den Kreisen
der Arcturianer. Ich bin Arona Ma. Und ich habe heute für dich eine Botschaft. Ich wurde auserwählt, um zu dir zu sprechen. Arona Ma und viele der Wesen des Arcturus reisen im Februar auf die Erde. Denn wir haben festgestellt, dass die Schwingungen auf der Erde gerade nicht im Gleichgewicht sind. Und da es unsere Aufgabe ist, oder wir dies zu unserer Aufgabe gemacht haben und die Erde ständig beobachten, ob die Energien im Gleichgewicht sind, ist für den Februar der Moment gekommen, wo wir auf die Erde zu dir kommen werden. Wir werden mit unseren Energien eine Schwingung erzeugen, welche, wenn du dich öffnest, dich unterstützt und dich ins Gleichgewicht bringt. Du wirst uns nicht sehen, denn wir werden unsichtbar sein. Dies tun wir extra, um die Menschen nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Denn ihr seid unseren Anblick nicht gewöhnt. Und so kommen wir unter dem Tuch, unter dem Schleier der Unsichtbarkeit und wirken in der größten Liebe für alle Menschen. Wir überbringen ein Schwingungsfeld der arcturianischen Liebe. Dieses Schwingungsfeld darfst du jetzt schon fühlen, denn ich werde es durch den Kanal von Nirjana für dich jetzt fühlbar machen. Und wenn du einverstanden bist, dann lege beide Hände auf dein Herz und spüre die Energieübertragung von uns, den Arcturianern. Und so beginnt die Energie jetzt zu dir zu fließen. Wir helfen dir dabei, in deine Mitte zu kommen und dich immer wieder neu auszurichten. Denn dies ist sehr wichtig, dass du stets dich überprüfst, ob du noch in der Liebe schwingst und ob du noch mit uns verbunden bist. Wir bilden die Brücke zum Universum und von dort zu der göttlichen Liebe, zu allem, was ist. Dies sollst du wissen und dies sollst du fühlen. Die Liebe wird sich ausbreiten durch unsere Wellen, durch unsere Schwingung, und so wird sich deine Kraft an dieser Liebe nähren. Wir sind voller Freude dabei, allen Menschen zu helfen, und wir werden auch die Strukturen, welche sehr belastend sind, mit unserer Schwingung in Berührung bringen.
In diesem Moment ist es möglich, dass sich diese Strukturen erleichtern und auch in der gleichen Frequenz wie die Liebe schwingen. Dies ist ein Experiment. Wir tun dies im vollsten Vertrauen, dass das Licht und die Liebe in deinem Herzen erstrahlen wird und die Erde unterstützen wird. Wir nennen in unserer Sprache die Erde die blaue Perle. Dies sollst du wissen, die blaue Perle wurde auserwählt, um zu prüfen, um zu sehen, wie die menschlichen Wesen die Erde in das Erwachen bringen, wie die menschlichen Wesen selbst in das Erwachen gehen. Und dafür sind wir da, um euch zu unterstützen. Und gerade jetzt in dieser Zeit wirst du es fühlen, wie gut es tut und wie es dich unterstützt, diesen Weg zu gehen, ganz egal, wo du gerade stehst, ob du gerade erst beginnst, dich dafür zu interessieren oder ob du schon länger dabei bist. All dies spielt keine Rolle, denn die Energie unserer Schwingung erreicht jeden Menschen, welcher sein Herz öffnet. Und so danke ich dir, dass du zugehört hast und verabschiede mich wieder von dir. Und du weißt, dass wir im Februar auf der Erde sind und dir wundervolle Unterstützung zukommen lassen. Ich danke für diese Botschaft. Ich bedanke mich bei den Arcturianern und schließe nun meinen Kanal und komme wieder ganz in das Hier und Jetzt zurück. Es ist total tröstlich. Es ist total so schön. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist so, wie wenn man, ich fühle mich so wohlig irgendwie, so fast wie im Bett, so schön eingekuschelt. So fühlt sich diese Energie für mich an. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe ja auch im Hintergrund die Galaxie so ein bisschen extra ausgewählt, dass man dieses Gefühl der Weite bekommt und dieses Weiße soll auch ungefähr das darstellen, was die Energie, welche von den Arcturianern also für uns im Februar kommt. Ein tolles Gefühl und das heißt ja wirklich, wir sind nicht allein, wir werden unterstützt. Und das ist so tröstlich, das ist so herrlich. Und von daher haben wir Hoffnung, durch diese Zeit, durch diesen Monat gut durchzukommen. Und ja, glaube einfach an die Liebe und an das Licht. Die geistige Welt beobachtet unseren Planeten, sie haben es selbst gesagt. Und die blaue Perle ist ein schönes Wort. Und ich finde, es passt auch sehr gut, weil ja die Aura der Erde ist ja blau und die leuchtet dann im Universum so als blaue, wirklich als blaue Perle. Ich kann das gut verstehen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Gebt die Hoffnung nie auf und bleibt dabei, bleibt bei dem Licht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.